Gleich geht's los. Alexa, stopp. Ja, zweites Video des Tages zu einer Frage von Frank. FCDR 1000 betreffend und Ölverbrauch. Ja, du fragst, dein Moped hätte irgendwie 400 Milliliter auf 1000 Ölverbrauch. Ne, FCDR 1000, ne, wenn ich mich jetzt nicht vertue, eine 3LE oder 3GM, 3LF, irgendwas also in der Art. Ja, und ob es die Ventilschaftdichtung sein könnten und ob man das ohne Zylinderkopfdemontage machen kann. Dazu würde ich sagen, ich würde sie nicht aufmachen. Als erstes. Gründe mehrere. Und zwar, einmal ist es so, dass die Dinger teilweise einen hohen Ölverbrauch hatten, der manchmal deutlich über 1 Liter bis an 2 Liter gehen konnte. Und die Hersteller auf Anfrage, sage ich mal in Garantie- und Kulanzzeiten, wenn man dann sagt, die hat 400 Milliliter Ölverbrauch, dann sagen die normal. Für die meisten Hersteller ist zumindest offiziell ein Ölverbrauch bis zu 1 Liter auf 1000 praktisch wird hin oder muss hingenommen werden. So war das zumindest. Also soll heißen, dass es eigentlich noch ein Verbrauch, der okay ist. Klar, die meisten Motoren haben keinen messbaren Ölverbrauch sozusagen heutzutage. Bei den FCDR 1000 war das nicht ganz unproblematisch, zumal der Ölverbrauch, klar, über die Ventilschaftdichtung, wenn die jetzt eine Menge runter hat, auch, aber ein Hauptproblem waren oft Kolbenringe, Ölabstreifringe. Da gab es über die Zeit auch, soweit ich weiß, ein paar modifizierte Sachen. Dazu kommt, ich weiß jetzt nicht genau, was du geschrieben hast, ob 60 oder was deine runter hat oder zumindest eine ganze Menge, glaube ich. Ne? Wenn du dann den Kopf runternimmst, da wirst du ganz andere Sachen finden als nur die Schaftdichtung. Also ganz vermutlich, wenn man sich schon die Arbeit macht und macht einen Motor auf, dann macht man ja auch keine halben Sachen. Und ich denke, wenn man das erst genau unter die Lupe nehmen würde, dann wirst du feststellen, dass die Ventilsitze nicht mehr Taco sind. Womöglich die die Einlassventile komplett Schrott. Wenn du anfängst zu messen, dann wird auch das Kolbenlaufspiel zu groß sein. Und sage ich mal so, das ist dann irgendwo fast ein Fass ohne Boden. Heißt, wenn man anfängt, dann macht man es richtig. Dann würde es wahrscheinlich Übermaßkolben bedeuten, mit Kolbenring setzen, mit Ventilen teilweise neue Sitze fräsen. Schaftdichtung und das wird so horrend teuer bei den 20 Ventilen. Allein die Ventilsitzbearbeitung, das ist eigentlich nicht rentabel. Ich würde, solange das Ding jetzt also bei 400 Millilitern ist, absolut garantiert zulassen, gar nicht aufmachen. Wenn es sonst keine Probleme gibt, die Dinger laufen ja eigentlich problemlos, mehr oder weniger, und das ist wirklich ein Ölverbrauch, der, wo kein Hersteller sagen würde, ja, das ist jetzt ein Fall für die Garantie oder Kulanz, ne? Garantiert nicht. Ja, insofern meine Empfehlung, gar nicht aufmachen. Wenn das jetzt über einen Liter ginge, würde es mich auch nerven, nur da muss man sich schon im Klaren sein, dass es nicht mit Schaftdichtung alleine getan ist, ne? Und das summiert sich halt heftig auf und die Frage ist, inwiefern alles noch lieferbar ist. Gut, Alternativen gibt es mit Viseco-Kolben und Pipapo und andere Hersteller, das gibt es natürlich alles. Aber es geht ins Geld und dann würde ich mir eher überlegen, ob man dann vielleicht ein ganz anderes Moped nimmt. Also solange das aber nur bei diesen 400 Millilitern ist oder 500 oder und der Motor sonst gut läuft, würde ich gar nichts machen, ehrlich gesagt. Einfach weiterfahren. Ja, vielleicht nicht sehr ermutigend, aber das ist wirklich das, was ich denke, was man machen sollte. Mehr fällt mir jetzt im akuten Fall nicht ein. Außer, dass die Motoren an sich problemlos sind, bis auf die scheiß Einlassventilqualität bei den meisten oder sehr häufig. Was da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Hauptproblem bei den 3LEs ist irgendwie. Ja, das war's. Bis dahin, der Dirk war's. Zu dem Thema jetzt, ne? Tschauchen.